Ja, willkommen zurück bei Battlefront 1, im neuen Battlefront 1. Was war das gerade? Ah, U-Wings aus Rogue One. Nichtsdestotrotz, wir wollen heute mal versuchen, ein Gefecht zu spielen im Singleplayer-Modus. Dazu gehen wir jetzt mal auf Gefecht. Und da haben wir hier Kampfläuferangriff, also das sind Bodentruppen oder Jägerstaffel. Wir versuchen die Jägerstaffel. Aber natürlich auch mal ein Raumgefecht machen wollen. So, was nehmen wir? Wir nehmen mal den Zoro Sub Centroplex. Ah, da gibt es da jetzt keine anderen Informationen dazu, aber es ist, glaube ich, eine Raumschiffwerft. So, steht denn da dazu? Die Seite, die meisten gegnerischen Schiffe und fliehende Truppentransporter abschießt, gewinnt. Raumjäger kämpfen um die Lufthoheit. Gut, versuchen wir es mal. Einige Sternkarten benötigen Ladungen. Die kann man kaufen. Außerdem findest du zusätzliche Ladungen im Spiel. Man soll möglichst tief fliegen, um unachtsame Gegner gegen den Boden zu lenken. Wir sind Rebellenallianz. Wir sind natürlich die Guten. Und wir starten in einem X-Wing. So sieht es dort aus. Man sieht, da sind Türme am Boden, die schießen. Da sie grüne Laser haben, sind das keine guten, sondern imperiale Sternzerstörer. Tobt ein Gefecht über den Planeten sozusagen. Und hier sieht man eine Nebulon B-Fregatte und einen Mon Calamari-Kreuzer, die wahrscheinlich uns unterstützen. So, da bin ich. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir das. Jäger nähern sich. Schießt sie ab, damit unsere Transportschiffe den Planeten ungefährdet verlassen können. Ja, versuchen wir mal. Was war denn Wolken raus? Wow. Hier sind Power-Ups. Gibt da auch ein spezielles Power-Up, womit man dann Helden praktisch auswählen kann. Aber ich habe es gerade nicht gesehen. Genau, einen runtergeschossen. Wenn irgendwo so eine Art Lichtschwert auf dem Boden zu sehen ist, dann ist es das. Aber es kann sein, dass schon das Imperium gerade ein Power-Up hat, beziehungsweise ein Helden. Ja. Lass mal ausweichen. Ja. Hätte ich machen sollen, habe ich aber nicht. Na gut. Versuchen wir mal. Alle Luftunterstützung in Angriffsreichweite. Verstanden. Geh jetzt in Position. Da. Schnell hin. Da sieht man das Symbol. Das ist aber gerade unter dem, ja, das ist unter dem Landepad. Ja, wenn wir uns das merken. Das ist natürlich nicht so gut, wenn wir ständig hier den Boden berühren. Vielleicht hätte ich vorher ein bisschen abbremsen sollen. Ich versuch's mal. So. Bremsen, bremsen, bremsen. Ah. So, und jetzt wechseln wir. So. Genau, das ist doch schon gleich ein ganz anderes Geschäft. So. Unser Transportschiff versucht zu fliehen. Beschützt es! Wo ist es? Da. Das müssen wir verteidigen. Also gehen wir hinter das Transportschiff und bremsen ab. Tja, der hat natürlich tüchtig Bums, der Falke. Aber das ist ja auch ein Heldenschiff sozusagen. Jetzt bewachen wir den. Ja.
Ah, den hat schon jemand anders erwischt. Gut, aber ich glaube, es ist gleich entkommen. Das Transportschiff ist ohne größere Schäden entkommen. Slave 1. Boba Fetts Schiff. Muss doch... abbremsen. Gut. Den haben wir. Na gut. Gleich mal ein bisschen Stoff geben. Ah, die waren nicht mehr aufgeschaltet. Gut, hier haben wir die. Gut. Lambda-Fähre zerstört, wunderbar. Naja, geht ganz schön zur Sache, aber die Grafik ist natürlich über allen Zweifel erhaben. Ne? Also die Beleuchtung und alles ist natürlich noch nicht der Episode 7 Falke, sondern der Original-Trilogie Falke. So. Haben wir denn mal noch? Hier war einer. Kurve fliegen. Gut. Der ist weg. Wow, die haben sich ins Kreuzfeuer genommen. Ich vergesse auch, dass ich Schilder aktivieren kann. Machen wir gleich mal so. So. Wo ist einer, der mal hier dumm kommt? Ah, der ist schon weg. Wir haben ein fliehendes Schiff des Imperiums auf dem Radar. Schießt es ab! Gut, also nicht wie hin. Gleich mal Nachbrenner rein und... gut. Prima. So. Komm, greifen Sie mich aus. Rache gleich mal ein. So. Okay, meine. Es gibt am Boden auch Power-Ups, die den wieder reparieren, ein Stück. Leider habe ich keine R2-Einheit an Bord, die man jetzt automatisch
Weil? Ey. Ein GR-75 zieht sich aus dem Kampfgebiet zurück. Attackiert alle imperialen Ziele. Verteidigen? Sehen, ob wir das schaffen. Gut. Sehr gut. So, nur hau ab, du Transporter. Ich gebe wieder ein bisschen Gas. Ich habe nur noch zwei. Erstmal die Schilde nochmal aktivieren. Gut, der ist entkommen. Jetzt können wir uns den nächsten suchen. Oh, ich hänge eigentlich, bin ich bei 0. Ich werde gleich drauf gehen, wenn ich das nächste Mal getroffen wäre. Na gut. So, weiter geht's. Wollen wir mal Arwing ausprobieren, ne? Der ist ja auch cool. War da schon der Boden? Ne, besiegt von Turbolaser mit einem Schuss. Da war irgendein Turbolaser, der hat mich den einen Schuss runtergeholt. Das ist ganz schön dick. Oh. So, was ist denn wieder unter den Wolken? So. Abklingzeit. So, hier ist es nicht. Das, dass ich nochmal den Falken krieg, da ist es. So, jetzt wollen wir uns nochmal mit dem Falken dem Rest widmen. Genau. Wo ist denn mal einer? Ich habe das Gefühl, der X-Wing ist wendiger als der Falke. So. Na, oder vielleicht ein bisschen langsamer fliegen. Mal die Wände machen. So. Wow, ich bin toll. So. Zack. Gut, den haben wir auch. Also mit den Falken ist es nicht so problematisch, als hätten wir einen kleinen Jäger. Bloß den kriegt man natürlich im Multiplayer nicht ganz so einfach, weil alle wissen, wo man die Heldenschiffe herkriegt. So. Das ist den Slave One, also diesen Boba Fett Schiff, habe ich jetzt nicht nochmal gesehen. Also wenn der hier einmal weg ist, glaube ich. Na los, werden wir doch wohl noch kriegen hier. Sieg, okay, das war's. Also so läuft ein Gefecht mit dem Falken ab. Ja, und das soll's für heute mal gewesen sein für Battlefront.
Im zweiten ist das dann wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher und man kann dann auch im Weltraum kämpfen. Kann man hier zwar auch, aber nur als Multiplayer. Ich bin ja mehr der Singleplayer-Typ. Auch wenn Star Citizen natürlich ein Multiplayer-Spiel ist. Gut, also für heute mache ich schon mal Schluss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Astronier.